Faktencheck 2. Die Ausrufung des Pandemiefalles. Forderung der CDU/CSU. Ungeklärt bleibt auch, ob der WHO-Generaldirektor künftig Pandemien ausrufen darf, während er aktuell nur eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite erklären kann, die an strenge Kriterien geknüpft ist. Weiterhin soll das Abkommen unter anderem Kriterien zur Ausrufung einer Pandemie festlegen. Wortlaut des aktuellen WHO-Entwurfs. Tedros kann einen weltweiten Gesundheitsnotstand begründen mit zum Beispiel einer menschlichen Grippe, die auf einem neuen Subtyp basiert, oder Infektionen, bei denen eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung nicht ausgeschlossen werden kann oder sogar umweltbedingt. Die Vertragsparteien erkennen an, dass umweltbedingte klimatische, sozioökonomische und anthropogene Faktoren das Pandemierisiko erhöhen. Fakt 1. Weder im Pandemieabkommen noch in den IGV sind klare, eindeutige Standards zur Ausrufung einer Pandemie festgelegt, die einer Willkür den Riegel vorschieben könnten. Der Generaldirektor bestimmt auch, ob ein gesundheitlicher Notfall von internationalem Interesse auch einen pandemischen Notfall darstellt. Fakt 2. Generaldirektor Tedros kann laut dem neuen Artikel 12 Absatz 5 bzw. auch Absatz 1 der IGV zukünftig sogar Pandemien ausrufen. Bewertung. Die Änderung der IGV und der Pandemievertrag stellen dem Generalsekretär eine Blankovollmacht zur Ausrufung einer Pandemie aus, die an keinerlei messbare Kriterien gebunden ist.